Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei BX Swiss TV. Heute wollen wir mal über Dividendentitel sprechen. Genau dann eben, wenn der Markt etwas volatiler wird, dann setzen viele Anleger ganz gerne auf Dividendentitel. Doch auf was kommt es bei der Auswahl eigentlich an? Wie wichtig ist denn überhaupt eine stabile Ausschüttung? Genau darüber wollen wir heute sprechen mit Thomas Kovac, den meisten ganz sicher besser bekannt als der Sparkoyote. Thomas, bekanntermaßen setzt du eben auch sehr stark in deinem Depot auf Dividendentitel. Was macht denn für dich einen guten Dividendenwert aus? Es ist so die Standardfrage, die ich von den meisten bekomme. Und für mich ist durchaus wichtig, dass eine beständige Dividendenhistorie da ist. Im Idealfall ist ein Unternehmen Dividendenaristokrat, sprich es zahlt eine Dividende schon mehr als 25 Jahren und erhöht die stetig. Und da gibt es halt ein paar Kennzahlen, auf die ich besonders Wert lege. Die Payout-Ratio zum Beispiel ist eine der ersten Kennzahlen, die ich mir gerne anschaue. Das bedeutet, wie viel prozentual von den Gewinnen vom Unternehmen werden als Dividende ausgeschüttet und wie viel einbehalten. Und das sind so die wichtigeren Sachen, die ich anschaue. Oder auch allgemein, wie werden die Dividenden finanziert, wobei man das dann auch wieder ableiten kann von der Payout-Ratio, ob da irgendwie Unternehmen, es gibt ja auch irgendwie Kredite aufnehmen oder Fremdkapital aufnehmen, um einfach die Dividende weiter beständig zu haben. Und da gibt es viele Dinge, auf die ich allgemein einfach schaue und mir da dann ein Big Picture dann setze. Aber du hast schon gesagt, es ist nicht hauptsächlich Dividendenstrategie. Ich bin nicht verbissen in die Dividende, habe auch einige Wachstumsunternehmen im Depot. Das heißt, ich bin da nicht wirklich only Dividenden, im Depot. Das wäre jetzt auch schon direkt meine zweite Frage gewesen. Ich stelle sie trotzdem. Du hast nun die Auswahl zwischen einem potenziellen Wachstumswert, der vor allem, was das Kursniveau angeht, deutlich zulegen kann, und ein eher konservativer Wert, der aber eine ordentliche Dividendenrendite zahlt. Welchen der beiden Werte nimmst du? Es kommt sehr, sehr darauf an, um was für Unternehmen es sich handelt, weil ich auch sehr gerne darauf schaue, ob ich das Businessmodell vom Unternehmen verstehe oder inwiefern ich das Businessmodell zukunftsträchtig halte. Zum Beispiel, ich besitze auch Alphabet in meinem Depot, also Google schlussendlich und YouTube und all das Gedöns. Und die zahlen ja bekanntlich keine Dividende, aber dennoch habe ich sie im Depot. Und das heißt, für mich grundsätzlich ist die Dividende nicht das Nonplusultra-Kriterium, aber doch schon so ein Kriterium, wo ich halt darauf schaue, weil mein Depot so ungefähr 70% aus Titeln besteht, die auf jeden Fall Dividende zahlen oder eine relativ hohe Dividendenrendite ab 2% und höher haben, habe aber auch rund 30-25% der Titel Wachstumsunternehmen, die teilweise gar keine Dividende ausschütten. Also ich bin da nicht verbissen auf diese Dividende, auch wenn es manchmal vielleicht so rüberkommt. Also für mich ist schlussendlich auch sehr wichtig, einfach, dass das Unternehmen passt vom Businessmodell her, dass man das einfach versteht, was macht dieses Unternehmen überhaupt, wie verdient es überhaupt Geld und was sind da überhaupt die Trends, also sprich, in welche Richtung geht es, weil wenn ich ein Unternehmen sehe, das vielleicht irgendwie Webstühle produziert, dann ist halt die Frage, braucht man Webstühle überhaupt noch? Oder ist der Trend da nicht hingehend Automation und so weiter? Und das sind halt so wirklich wichtige Punkte auch, weil ich investiere auch sehr langfristig mit meinem jungen Alter und da muss halt auch ein Businessmodell gegebenenfalls 20, 30, 40, 50 Jahre bestehen können überhaupt. Dann schauen wir direkt noch mal etwas genauer hin. Du gehst relativ offen mit deinem Depot um. Was sind denn aus deiner Sicht aktuell die interessantesten Werte in deinem Depot? Also grundsätzlich, ich habe schon gesagt, ich bin da sehr transparent und ich habe einige meiner Meinung nach interessante Titel in meinem Depot aufgrund davon, wann ich in die investiert bin oder seit wann ich da investiert bin. Und zwar ist das zum Beispiel Starbucks oder Cisco. Für einige vielleicht dann doch nicht so der Dividendentitel, wenn man sich das mal zuerst so anhört. Aber wenn man sich mal so ein bisschen die Dividendenhistorie anschaut, die zwar noch relativ jung ist, sieht man zwar ein starkes Dividendenwachstum gekoppelt mit einem starken Kurswachstum. Und ich bin mittlerweile ganz Fan davon, beides zu kombinieren. Also sprich auch Wachstumswerte, die natürlich auch schon in der Phase sind, wo sie auch eine Dividende auszahlen. Und also Cisco, Starbucks sind durchaus sehr interessant, wo man halt einfach mal beobachten kann. Klar kann man jetzt auch sagen, die sind jetzt sehr hoch, aber darum habe ich ja auch gesagt, ich bin da schon relativ lange in Anführungsstrichen investiert, seit ungefähr 5 Jahren. Und da ist natürlich dann auch die persönliche Dividendenrendite,
relativ hoch geworden bisher. Und darum finde ich das doch schon sehr interessant. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen wirklich auf die Dividendentitel mehr im Depot schauen, ist es tatsächlich so, dass viele dann doch schon relativ auch stark gestiegen sind. Wenn man jetzt so eine Nestle nimmt, ja, so eine typische Schweizer Aktie, die ich damals noch für irgendwie 77, 78 gekauft habe, die ist jetzt ja schon irgendwie bei über 100 Schweizer Franken, 105 Schweizer Franken. Das heißt, auch da ist natürlich die Dividendenrendite auf jetzt den jetzigen Einstieg deutlich geringer als dort, wo ich vorher noch eingestiegen bin vor einigen Jahren. Und ist halt immer schwer zu sagen, ja. Ich mache ja keine Empfehlungen oder so, aber es sind definitiv interessante Titel, die ich in meinem Depot habe. Allgemein ist es ja auch so, dass ich nur über Titel spreche, in die ich auch investiert bin, weil ich sonst nicht genug Know-how habe, einfach um zu sagen, hey, das ist jetzt was Interessantes oder eben nicht, weil sonst wäre ich ja nicht investiert. Nee, um Empfehlungen soll es an dieser Stelle auf keinen Fall gehen. Eine Abschlussfrage noch. Ist es nicht irgendwo auch so, dass aus jedem Wachstumswert, zumindest ist es oft so, irgendwann einfach ein Dividendenwert wird? Das beste Beispiel ist in diesem Zusammenhang vielleicht sogar Apple? Genau, also du sagst es schon, also ich denke, mein Unternehmen geht verschiedene Phasen durch. Vor allem am Anfang ist Wachstum wichtig, ja. Und mit der Zeit entwickelt sich das und wird ein Value-Wert und irgendwann werden dann eben Dividenden kräftig erhöht. Und das ist natürlich so. Und das ist mir ganz klar bekannt, die Thematik. Und darum habe ich auch sehr gerne Wachstumsunternehmen im Depot. Und darum habe ich auch so ein Alphabet im Depot, weil die kann auch das Dividendenunternehmen von morgen sein, ja, in 10, 20, 30 Jahren. Ähnlich wie, du hast schon erwähnt, Apple als gutes Beispiel auch. Die waren lange bekannt eigentlich nur als Wachstumsunternehmen und mittlerweile zahlen sie doch schon eine schöne Dividende. Und das ist, finde ich, halt das Interessante, das ist ein Zyklus, das jedes Unternehmen dann auch durchleben kann. Ja? Und darum scheue ich, oder habe ich keine Scheuklappen und investiere einfach in die Unternehmen, die ich für mich ja richtig halte. Eine Frage habe ich doch noch und das ist am Ende vielleicht sogar die Gretchenfrage. Sollte ein Wachstumsunternehmen aus deiner Sicht überhaupt Dividende zahlen? Da gibt es geteilte Meinungen, denke ich mal. Also grundsätzlich, ich weiß, woher jetzt die Frage kommt, weil wenn ein Unternehmen anfängt, Dividende auszuschütten, bedeutet das ja oder impliziert das in dem Sinn, dass sie nicht mehr weiß, wohin mit den Gewinnen oder weiß nicht, wie sie diese reinvestieren sollen. Und dann finde ich es vollkommen in Ordnung, dass man da einen Teil eben entsprechend dann ausschüttet an die Aktionäre. Und das heißt, also so als Wachstumsunternehmen Alphabet, so wie das jetzt läuft, bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass da keine Dividende kommt, weil das bedeutet auch schlussendlich, dass sie auch wissen, wohin mit dem Geld, in welche Projekte da investiert werden oder in welche Bereiche sie da expandieren wollen. Also man kann nicht genau sagen, ab wann eine Dividende ausgeschüttet werden soll, aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass wenn ein Wachstumsunternehmen noch viel Potenzial hat, dass da möglichst alles auch wieder ins Unternehmen selber reinvestiert. Thomas Kovac, besser bekannt als der Sparkoyote. Vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank, Thomas. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch demnächst wieder rein hier bei BX Swiss TV und vor allem bleiben Sie uns treu.